Hofgeschichten. Leben und Arbeiten auf dem Land. Unsere Lieblinge noch einmal mit ihren schönsten Geschichten. Der hält gut durch. Das beste Stück, was ich habe. So, Familienzusammenführung. So. Wieder zwei Damen da für dich. Ah, da kommt er doch schon. Das sind alles meine neuen Damen. Die werden nächstes Jahr Eier legen, hoffe ich. Wie beim Altländer-Raumfahrtprogramm. Man sieht da unten nichts, wenn ein Schlüssel losgelassen wird, fällt er einfach weg. Das sind Schafe. Die laufen nicht immer so, wie der Mensch das will. Bingum in Ostfriesland auf dem Pferdehof der Smits. Für das, was Albert jetzt vorhat, braucht er seinen Trecker und ein langes Seil. Vor 3 Wochen sind ein paar Bäume umgekippt, ein Birnbaum und noch so ein Weißdornbaum. Und direkt bei mir in dem kleinen See da. Und da muss er jetzt raus. Also auf zum Reitplatz. Dort liegt der See. Allein wird es Albert aber nicht schaffen, die Bäume rauszuholen. Deshalb hilft sein Schwiegersohn Stefan. Ein schwieriger Akt wird das. Ich muss da mit dem Boot hin. Und Stefan muss da nur ein Stumpfes absägen. Sonst kriege ich den gar nicht raus. Aber zuerst muss Stefan sich um Alberts alten Kahn kümmern. Hoffentlich hat sich hier nur Regenwasser angesammelt. Denn sie müssen gleich vom Boot aus das Seil an den umgestürzten Bäumen festmachen. Ja, das Problem ist, wir müssen sie oben anbinden, damit wir die rüberkriegen, weil die ganze im Wasser liegen. Und wenn man da so über den Stamm rüberläuft, weiß ich nicht, da liegt man wahrscheinlich anschließend gleich im Teich. Die Fahrt mit dem Boot übernimmt gleich Albert. Und er will lieber nichts dem Zufall überlassen. Da hängt mein Rettungsring, wenn das Ding mal in der Mitte untergeht. Ich habe so das Gefühl, als wenn das Ding leckt, mein Boot. Ja, da müsste ich gleich hinsausen, um den Rettungsring zu schmeißen, weil ich nicht schwimmen kann. Ja, das ist, ich verstaunt. Dann stehst du einfach auf, das Ding ist nur 1 Meter tief. Lass nicht deinen Schwiegervater absaufen da. Eigentlich wollte Albert als Rentner keine großen Abenteuer mehr erleben, sondern hier am See gemütlich vor seiner Hütte sitzen. Ich komme da bloß nicht zu. Gar keine Zeit für. Ich kann nie ruhig auf einer Stelle sitzen. Und wenn sie mich im Hochhaus verfrachten müssen, im 2., 3. Stock, ich wäre innerhalb von 3 Tagen tot. Ich muss laufen können, ich muss in der Natur sein können. Aber eigentlich lieber an Land als auf dem Wasser. Und dann auch noch das. Da ist das Ding in der Mitte durchgebrochen, kaputt gefroren im Winter. Das hab ich vor ein paar Jahren mal gekauft. Und wo ist mein Ruder? Der Paddel steht da in Ecke. Ich hab mein Paddel da vergessen. Mann, du bist ein Dussel. Kein Paddel und ein kaputtes Boot. Ob Albert überhaupt trocken am anderen Ufer ankommt? Auf Gut Bergfeld ist heute Hochzeit. Eine Vogelhochzeit. Der Bräutigam, ein Kröllwitzer Truthahn. Ein seltener Vogel. Ja, fängt schon an. Roten Kopf zu kriegen. Ist schon aufgeregt ein bisschen. Kein Wunder. Genau. Ja. Kriegt halt noch seine Damen mit dazu. Genau. Bleib mal hier. Hallo, Süßer. Schön ruhig. Na? Pass mal schön auf. Hallo. Bleib da. Ein paar Jungbullen sind ausgebüxt. Guido, bleib mal im Weg stehen. Vorsicht, Vorsicht. So, und rein mit euch. Los, ab. Na, kommt. Hoppa, hoppa. Jawohl. So, ging das ja war's schon. Meistens hat es eine Ursache. Entweder wenn es kein Wasser ist, dass sie dann mal rausgehen, oder meistens, wenn dann kein Strom drauf ist, dann schmeckt das Gras außerhalb ja besser. Dann merken sie, wenn sie den Kopf unten durchstellen, dass sie dann da von dem Gras und dann gehen sie unten mal durch. Jetzt fahren wir wieder zurück. Jetzt fahren wir zurück, die anderen Viecher versorgen. Genau. Auf dem Hof von Jürgen Richter und Silvio May geht es um Tierwohl und um Artenvielfalt. Viele der Tierrassen hier sind vom Aussterben bedroht. Wie das deutsche Sattelschwein. Brot hattest du noch keins gegeben für die Schweine, ne? Nein. Gut. Hier
Er hat Nachwuchs, ja. Ups. Ups. Gerade eine Woche alt. Auch eine alte Nutztierrasse. So. Hier fein. Ist ja gut. Alles gut. Alles gut. Das sind jetzt die echten deutschen Riesenschecken. Man muss auch wissen, dass sie am Ende in der Pfanne landen. Aber trotzdem soll man sie nicht stiefmütterlich behandeln in der Zeit, wo sie wachsen. Aber du kommst nicht in die Suppe, ne? Bisschen fleißiges Mädchen, ne? Ja. So, ich verabschiede mich mit sozialistischem Gruß. Seid bereit. Ich fahr jetzt los. Bleib nicht so lange. Silvio ist landwirtschaftlicher Unternehmensberater und Jürgen Landwirtschaftsmeister. Praktikant Guido kommt aus Berlin, hilft für Kost und Logis auf dem Hof. Wir wollen ja noch einmal Nachzucht dieses Jahr haben. Mal gucken. Der Bräutigam der Kröllwitzer Truthennen wartet schon auf seinen kleinen Harem. Jetzt seid ihr gleich da bei eurem Mann. Komm mal her, komm. So, Familienzusammenführung. So, wieder zwei Damen da für dich. Ah, da kommt er doch schon. Genau, jetzt kommt er gleich mal gucken. Ist schon ganz interessiert. Jetzt kommt er gucken. Jetzt kommt er. Der Truthahn reagiert wie erhofft. Ja, gut. Merkt man aber, dass er erregt ist. Ja, jetzt hat er einen blauen Kopf. Auf der Gänsefarm der Familie Taphorn im niedersächsischen Brockdorf. Die Küken sind jetzt eine Woche alt. Pile, 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 pile. Ah, oh, meine Damen, kommt mal alle her. Die sehen ja aber gut aus. Ja, ich denke, da brauchen wir nicht viel machen hier. Wie, wie denn? Wie, 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 wie? Müssen sich halt erstmal an alles gewöhnen jetzt, ne? So, Pile, jetzt kommt mal her. Kommt her, komm. Pile, pile, pile. Ja, ja. Ja, ich tue euch ja nichts. Viele, viele, viele. Und so geht das immer weiter. Und viele, viele ist das eben, da hören die drauf. Einigermaßen. Nicht immer. Viele, ne? Die hören ja im Grunde genommen schon im Ei, wenn man spricht. Und das vergessen die ihr Leben lang nicht wieder. Und wir reden ja auch immer im Stall, dass sie keine Angst haben, dass sie unsere Stimme kennen. Und dass sie dann auch ja auf der Wiese, wenn wir sie rein und raus treiben, dass sie das einfach kennen und dass sie das nicht stresst. Und man sieht, dann sind sie auch schon gleich alle hinter mir am Fressen. Die tägliche Plauderstunde ist wichtig, damit die Küken auf die Taphorns konditioniert sind. Im Laufe der nächsten Monate lernen sie, Iris und Heinz im geordneten Gänsemarsch hinterher zu watscheln. Ja, ja, ja. Hieraus wollen wir eine Elterntierherde machen. Das sind alles meine neuen Damen. Die werden nächstes Jahr Eier legen, hoffe ich. Ganz, 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 ganz viele. Man sieht auch, dass es Damen sind, weil sie alle dunkel sind. Die einen grünen Rücken haben, ist weiblich. Die einen hellen Rücken haben, ist männlich. Wie das? Also bis sie richtig weiß werden, das wird 5-6 Wochen dauern. Oh. Kommt mal mit. Pile, 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 pile. Kommt mal mit. Ja, ja, ja. Zwei neue Herden sollen aus den Küken entstehen. Dafür braucht Iris nicht nur viel Zeit und Erfahrung, sondern vor allem viel Platz. Pile, pile, pile. Ja, ja, ja. 800 ist bei uns so eine Größe, die nachher, jetzt sieht der Stall ja noch leer aus, in 4 Wochen sieht das schon ganz anders aus. Und in 6 Wochen ziehen sie auch schon um. Hinten, oder schon eher. Nee, je nach Wetter, es wird ja nicht ewig so kalt bleiben wie jetzt. Ziehen sie rüber in den anderen Stall. Und wenn sie dann später komplett ausgefiedert sind und ausgewachsen, brauchen sie ja auch dementsprechend Platz und dann wird der andere Stall voll sein. Deswegen sparen wir uns erstmal die Männer und haben hier jetzt eine reine Weiberwirtschaft. Weil 400 und 400 brauchen wir und die 200 Männer, also 100 und 100, die klauen wir uns nachher bei der Mast irgendwann mal weg. Wenn wir jetzt also die Masttiere einlegen, dann kalkuliere ich schon mal 200, 250 mehr ein. Und später, wenn dann der Penis komplett ausge,
bildet ist, dann gucken wir einmal, wer uns so gefällt. Und dann hat der, Gregor sagt immer, der hat die Wildcard. Die nächsten 4 Monate bleiben die jungen Gänsedamen noch unter sich. Und gleich dürfen sie zum ersten Mal an die frische Luft. Zurück in Bingum. Auf dem hofeigenen See erleidet Albert gleich hoffentlich keinen Schiffbruch. Denn sein Boot hat einen langen Riss. Ich habe nachher 2 Boote hier. Ja, aber kein Ruder. Oder soll ich mitfahren, nicht, dass du dich auf das Stückchen hier noch verfährst? Weil ich habe die Kapitänsprüfung. Ja, ja. War ja über ein Jahr auf der Seefahrtschule. Ja. Ist sie noch für Anke Disse? Nee. Du musst auch mal auf der anderen Seite rudern, dass du geradeaus fährst. Abwechseln. Gar nicht so einfach. Und die eigentliche Arbeit kommt ja erst noch. Hier muss er dran gebunden werden, der Asse. Ja, du Taum, fast. Junge Jesse Maria. Das ist geschafft, ganz ohne zu kentern. Aber hier am See hat Albert auch schon mal eine äußerst brenzlige Situation erlebt. Ich wäre einmal bald zu Tode gekommen. Durch eine riesige Geschosskartusche der Wehrmacht. Weil ich immer so neugierig bin. Da war ein ganz Wasserstand da ganz tief, im Winter war das. Und dann laufe ich hier so quer drüber, war festgefroren. Und dann sage ich, Mensch, nee, was liegt da denn, so eine Messinghülse? Und ich bin dabei angefangen, wollte das olle Ding raushaben. Und da kommt zufällig ein Nachbar hier an, hat er mich weggezogen. Du bist ja wohl wahnsinnig. Der ist ja noch voll, der ist noch geladen. Gleich die Polizei angerufen, Kampfmittelbeseitigungsding kam aus Hannover. Ja, da mussten wir alle verschwinden hier. Und dann haben die das von Hannover mitgenommen. Und ich habe Schimpfe gekriegt, noch. Komm, der mit in die Hand. Der hätte explodieren können. Ob hier noch mehr Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg schlummern, beschäftigt Albert immer wieder. Aber jetzt sind erst einmal die Bäume dran. War das eine Bombe? Die Scheibe von seinem Trecker ist zerbrochen. Ich sagte, hier wird scharf geschossen, hier liegt noch so viel Munition. Die Scheibe ist mir schon rausgeflogen. Was hat denn passiert? Wie hat er das jetzt hingekriegt? War die Tür nicht richtig zu oder was? Wie kann das? Das weiß der liebe Gott. Trecker kaputt, Boot kaputt. Zum Glück kapituliert jetzt nicht auch noch Stefans Motorsäge. Die Tür ist ganz verzogen, der hat die Tür nicht zugehabt. Der hat die Tür nicht zugehabt, die ist dahinter gehabt. Vorsicht! Ja! Wenigstens das Rausziehen klappt reibungslos. Zumindest fast. Okay, der ist auch gleich weg. Hallo. Schwund ist immer, ne? Ostfriesische Gelassenheit. Auch bei Albert. Du, hinten muss ja sowieso auch wieder eine Scheibe rein. Die ist mir auch rausgeflogen schon mal. Die ist schon mal rausgeflogen. Für Albert ist die Hauptsache, dass er mit seinem Trecker noch fahren kann. So, wir wollen heute das Anlocken der Tiere üben für die Tierärztin, die nächste Woche kommt. Unsere Kühe sollen dann im Prinzip, wenn die das Signal hören, dann hier reinkommen, dass die dann wirklich relaxed sind und dann wissen, wenn es Futter gibt, dann können die mit mir hinten alles machen, was sie wollen. Kommt, Mäuse! Emma, komm!
Das Gut ist für den Osten Deutschlands mit 32 Hektar vergleichsweise klein. Kommt, Mäuse! Eine überschaubare Größe. Und deshalb genau richtig für Silvio May und seinen Lebenspartner Jürgen Richter. Für Viehzucht und Ackerbau. Ohne Antibiotika, ohne Pestizide. Ist ja gar nicht so einfach in dem Urwald. Was? Ist ja gar nicht so einfach in dem Urwald, sage ich. Nee. Ach je. Wenn man nicht dazu kommt. Es war feucht und warm in den letzten Wochen. Was willst du liegen lassen? Ich lasse es hier neben liegen. Ach so, ja. Alles schießt in die Höhe auf Jürgens Acker. Das Unkraut hat gewonnen. Und hier ist jetzt aber nichts mehr. Doch, da sind Kartoffeln. Da sind die Kartoffeln noch. Ist es nur die eine Reihe hier? Zwei. Zwei Reihen habe ich hier noch gemacht. Daneben ist gar nichts. Das ist schön. Da haben wir nichts mehr an Bord. Alles in Ruhe. Eins nach dem anderen. Das hat Jürgen, der mit dem grünen Daumen, vom Leben gelernt. Nach Gut Bergfeld kam er durch seinen Silvio, der hier in dieser Gegend groß geworden ist. Jürgen ist im Spreewald aufgewachsen. Seine Vorfahren waren immer Bauern. Vor dem Krieg, vor der Wende und nach der Wende, als sich für ihn das Leben geändert hat. Nee, die sind noch nicht. Silvio habe ich kennengelernt über einen Chat im Internet. Der Klassiker. Ja. Ja. Und die große Liebe. Schon seit 5 Jahren. Mittlerweile. Ja, ich möchte es auch nicht missen. Sag ich ganz ehrlich. Na komm, Emma, komm. Komm, Emma. Na komm, schnell. Alle Mann her, los. Schnell, 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 schnell. Komm, Emma. Sissi, Heidi. Ja. Oh, fein. Komm schnell, gib was. Ja, fein. Kommt, Mäuse. Kommt mal her. Gemeinsam bewirtschaften sie jetzt fein. Das Gut. Oh, so, wie sie es sich vorstellen. Oh, fein. Ah, Emma ist drinne. Emma ist drinne. Ja. Die Mütter Hörner muss noch rein. Hä? Die Mütter Hörner. Zurück auf dem Gänsehof Taphorn im niedersächsischen Brockdorf. Nach einer Woche im Stall dürfen die Küken heute das erste Mal raus. Ja, ja, ja. Piep, 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 piep. Biele, 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 biele. Komm mal her. Ja, 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 kommt schnell. Iris gewöhnt ihre Küken vorsichtig an den Auslauf. Ja, ja, ja. Denn erst mit dem vollständigen Gefieder sind die Kleinen resistent gegen Kälte und Nässe. Komm mal hierher. Ja, 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 große, weite Welt, ne? Und ihr mittendrin. Die ersten Tage ist das so, dass sie einfach ganz kurz rauskommen. Je schöner das Wetter, desto länger können sie. Wenn es jetzt im Sommer sehr, sehr warm ist, dann lassen wir die Stalltür auf. Holen sie ein paar Mal am Tag rein, raus, dann kennen sie den Weg und dann haben sie auch den Zusammenhang, erkannt, mir ist kalt und ich möchte mich aufwärmen und ich gehe wieder unter den Strahler. Und wenn sie das haben, dann dürfen sie selbstständig rein und raus, die ganze Zeit, so wie sie möchten. Aber das müssen sie halt erst lernen. Und das jede Woche aufs Neue mit jeder Gruppe. Ne, Piedels? Das ist Opas Aufgabe. Das erste Mal, dass sie Gras sehen und sie wissen sofort intuitiv, was sie tun sollen, ne? Ja, ihr seid kleine Intelligenzbestien. Man sagt immer, du dumme Gans, aber eigentlich, finde ich, haben sie das gar nicht verdient. Da sind andere Geflügelarten, kommen da, glaube ich, schlechter weg. Ne? Zum Beispiel bei Regen, wenn richtig Schlagregen kommt, dann stellen sie sich in den Regen, machen den Popo nach unten und gucken nach oben, um dem Regen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Damit man später auch möglichst schnell wieder, hey, damit sie möglichst schnell auch wieder auftrocknen. Ne, Piedels, seid ihr viel cleverer. So. So, kommt ihr wieder mit rein? Das wollt ihr jetzt natürlich nicht, ne? Ich sehe das schon kommen. Aber jetzt reicht es. Schnell rein, wieder aufwärmen. Piedels, kommt schnell alle mit rein. Ja, 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 hier ist schön muckelig. Schnell wieder rein. Piele, 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 Piele. Wollt ihr mal herkommen? Ja, 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 wenn Opa uns erwischt, gibt's Lack.
schnell rein. Ja, 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 kommt schnell her. Bille, 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 bille. Ihr seid kleine Arschkrampen. Bille, bille, wer will rein? Ich hab hier auch Gras drin. Ah, stopp, kontraproduktiv. Nein, 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 nein. Gänse sind klassische Herdentiere. Sie laufen dem Ersten in der Gruppe blind hinterher. Auch mal in die falsche Richtung. Da muss sich Iris als Obergans erstmal Gehör verschaffen. Kommt mal her. Ihr kennt das noch nicht. Ich weiß. Kommt rein. Bille, bille. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Bille, 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 bille. Und die letzten. Jawohl. Das hier sind ungefähr 800, 850 Weiber. Germany's Next Top Guns wird daraus ausgesucht. Ein paar werden noch aussortiert, weil sie eine Fehlzeichnung an den Federn haben oder mir vom Körperbau nicht gefallen. Oh, viele, 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 viele. Viele, 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 viele. So, erster Ausflug beendet. Ab jetzt dürfen die neugierigen Küken jeden Tag ein bisschen länger an die Luft. Natürlich nur unter strengster Beobachtung von Gänsemutter Iris. In Ostfriesland bei den Smiths geht's um jede Menge alte Bretter. Die streicht Alberts Tochter Alice bereits seit gestern. Sie will einen neuen Auslauf mit einem Unterstand bauen. Da haben wir es doch fertig. Oder noch? Noch nicht. Ich weiß nicht. Ja, ne? Das dauert so lange. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Albert hatte ihr geraten, die Bretter erst zu einer Wand zusammenzustecken und dann zu streichen. Das war Alice nicht gründlich genug, wäre aber wohl schneller gegangen. Also Papa Hürden sollt. Hab ich putzecht. Ja, ich fange wieder an zu streichen. Ja. So, jetzt sieh du mal zu, dass du loskommst, Paul. Es wird auch nicht von alleine gekreiselt. Na, dann rufe ich Hanna. Genau, dann kann die kreiseln und ich mache hier weiter. Und ich komme wieder und halte die Stellung, hier, ob alles gut läuft. Och, Vati, das brauchst du nicht, das können wir auch. Na, ist besser, wenn einer zuguckt. Zuguckt, wenn man arbeitet. Hanna! Oh je. Ein bisschen ärgern muss man sich auch. Das gehört dazu. Ich kriege auch manchmal was ab. Ich kriege eher manchmal auch einen ab und dann ist die Sache durch. Hanna, fährst du mit Opa? Ja. Dann zeige ich dem, wie es kreiseln geht. Ich fahre erst einmal in eine Runde, weil da so viele Grenzsteine und den Baumstumpen noch stehen. Ja. Und dann kannst du weiter. Hauptsache, Alberts alter Trecker spielt beim Heuwenden mit. Denn das ist anscheinend nicht immer so. Ist gut. Was ist los? Alles, was über 7 Minuten ist, ist gut. Das letzte Mal habe ich das Ding noch gemacht. Und nach 7 Minuten war alles kaputt. Dann wollen wir hoffen, dass das nicht so schnell passiert heute. Ich fahre jetzt einmal in eine Runde. Das dauert sowieso 7 Minuten. Und dann kannst du weiter. Und dann heißt es, Hanna, du hast es kaputt gemacht. Einer muss die Schuld ja, kriegen. Ja, das kriegen immer andere. Gerade war das Türfenster rausgebrochen. Das ging allerdings auf Alberts Kappe. Wenn ich das jetzt zumache, geht nicht kaputt, ne? Nee. Deutsche Wertarbeit. So, und hier ist Hydraulik. Da kann sie mit hochheben. Das weiß ich. Jo, schon kaputt. Ist ausgehakt. Dein Seil ist ausgehakt. Das ist zu den 7 Minuten, 7 Sekunden heute. Opa, wir rollen. Das gerissene Seil war nur ein provisorischer Griff, um den Heuwender hochheben zu können. Er ist ja noch, er hängt ja noch dran. Also kann es losgehen auf die Weide direkt nebenan. Hoffentlich ohne weiteren Zwischenfall. Auf dem Obsthof im alten Land kümmern sich Birgit und Ralf Mehlmann um das neue Federvieh. Hallo Enten, es gibt frisches Wasser. Peking-Enten-Nachwuchs. Süß, ne? Ja. Die sind echt schon doppelt so groß, sind jetzt eine Woche alt. Ja. Babys sind immer am schönsten. Wir wollten sie haben, um am Wassergang den Entenschnodder und das Gras so ein bisschen sauber zu halten. Wir haben das mal gesehen in irgendeiner chinesischen Reportage, dass der, was macht der, 3000 Enten auf dem LKW? Ja, und dann ins Reisfeld. Und ins Reisfeld. Und so war unsere Vision, dass sie vielleicht am Wassergang das Kraut frei halten oder zumindest versuchen.
Ihnen ist wichtig, das Unkraut ganz ohne Chemie zu bekämpfen. Ich suche mal eben eine größere Badewanne. Was hältst du davon? Warum nicht? Ja? Guck mal, wie die sich waschen da. Einmal hier putzen und einmal da putzen. Die 25 Peking-Enten haben sie von einem Biohof in Witzenhausen bekommen. Für 4,76 Euro pro Tier. Komm, Ernie. Ja, ist gut, Ernie. Komm, Ernie. Eine Maschine hat die Küken ausgebrütet. Eine Mutter haben sie deshalb noch nicht gesehen. Eigentlich nur Ralf. Ja, guck mal, deine Kumpels sind doch auch da. Ich habe sonst wenig Geduld, aber ich versuche es einfach mal durch Liebe und Anwesenheit, denen ja irgendwie mal eine Geschichte zu machen mit denen. Also Geschichte einfach nur, um die Nähe zu führen, weil es sind ja eigentlich Fluchttiere. Und irgendwie muss ich meine Liebe und meine Nähe da so mal ein bisschen zeigen. Das klappt eigentlich ganz gut. Ja, still zu sitzen fällt mir schwer. Also ich bewege mich lieber. Aber ohne, wenn man hier hektisch wird, dann wird das überhaupt nichts. Die Kükenmutter kann auch streng sein. Nicht mit den Füßen ins Essen. Hör mal auf zu meckern. Ist genug. Ach, und wenn du das sagst? Ja, dann ist das was anderes. Ich bin ja schließlich auch die Mama. Ah, die kommen da nicht raus. Hör auf. Okay, nee, das wird nichts. Weg. Weg? Also erstmal wieder der kleinere Planschpool. Okay, schade. Weil es zu groß ist. Die kommen da nicht rein und raus. Sie bräuchten jetzt hier so ein Brett zum Rüberlaufen. Das kriegen sie auch, wenn sie größer sind. Das kriegen sie auch. Ja, wenn die Küken erwachsen sind, sollen sie weiter auf dem Hof leben und nicht geschlachtet werden. Alles gut. Guck mal, jetzt geht's wieder los. Ja, da mal rein. Hopp. Nordfriesland im Nordwesten Schleswig-Holsteins. Auf der Halbinsel Eiderstedt, in der Nähe von Bauernhof Landfrieden, grasen 250 Schafe von Familie Jürgens. Die Tiere sind die große Leidenschaft von Tochter Sabrina. Steffen, magst du einmal nach hinten laufen und in der Ecke das Stromgerät ausmachen? Jo. Danke. Sie hat ihren kleinen Bruder Steffen zur Unterstützung geholt. Was machst du? Wir wollen jetzt schnell mal die Lämmer einfangen. Die müssen noch sortiert werden nach männlich und weiblich. Die sind schon vor 3 Wochen von ihren Müttern abgesetzt worden. Und jetzt muss man natürlich aufpassen. Jetzt werden sie so langsam, geht es Richtung Bockzeit. Die werden fruchtbar. Und um keine Inzucht zu betreiben hier, muss man sie natürlich irgendwann mal trennen. Ich baue jetzt erstmal ein Ferch auf für die Lämmer. Und dann hole ich gleich mit Flip, mit meinem Hund, die Lämmer hier rein. Und dann hilft Steffen mir dabei, die zu sortieren nach männlich und weiblich. Nicht gerade Steffens Lieblingsjob. Nee, aber ich helfe ihm auch immer mal. Von daher ist er dann dazu gezwungen, mir auch mal zu helfen. Mitgehangen, mitgefangen. Für Schafzucht hat sich die 30-Jährige schon in ihrer Ausbildungszeit begeistert. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und da fing es eigentlich an, so ein bisschen, man hat mal ein paar Handlämmer mitgenommen. Und aus ein paar Handlämmern wurden dann irgendwie immer ein paar Schafe mehr. Bis es jetzt dann irgendwo bei 250 an der Zahl sind. Und jetzt reicht es auch als Hobby. Steffen, magst du einmal kurz vorne die Ecke nehmen und die einmal festmachen? Es ist einfach ein schöner Ausgleich. Man hat einen Grund, abends rauszugehen, an die frische Luft. Das Schöne ist natürlich auch immer die Lammzeit. Man bringt Leben zur Welt. Es ist irgendwie abwechslungsreich. Und es ist einfach ein tolles Landleben, was man so mitkriegt. Der Pferch ist fertig. Ab jetzt geht es nur noch mit vierbeiniger Unterstützung von Hütehund Flip. Wir holen jetzt die Schafe zusammen, beziehungsweise Flip holt sie hauptsächlich, damit ich nicht so viel laufen muss. Platz, bleib. Flip ist begeistert bei der Sache, wenn es um Schafe geht. Bruder Steffen hat Schafe nicht ganz oben auf der Hitliste seiner Lieblingstiere.
Sonst würde ich ja noch mitmachen. Wir sind ja damals zusammen angefangen mit den Schafen, weil wir was Eigenes machen wollten. Und dann habe ich mich irgendwann für die Kühe entschieden. Und weil das von der Arbeitsbelastung einfach nicht ging. Über Sommer Hardcore und dann im Winter noch die Landzeit. Ja, hatte mit Leben nicht mehr so viel zu tun. Weil die Arbeit mit den Kühen macht mir einfach mehr Spaß. Deswegen mache ich lieber das. Ein bisschen besser, ein bisschen ordentlicher. Und Sabrina hat mehr Bock auf Schafe. Das ist so ihre Welt. Und dann macht jeder das, was er am liebsten macht und am besten kann. Steffen soll jetzt die Flanke absichern. Sabrina und Flip treiben die Schafe Richtung Pferch. Lauf links! Und wer nicht so will oder kann, der wird eben getragen. Hier. Lauf links. Doch plötzlich stockt der Verkehr. Kein Schaf will die Rampe hoch. Platz. Soll nur die erste Mal loslaufen da vorne. Das sind Schafe. Die laufen nicht immer so, wie der Mensch das will. Wenn das erste loslaufen würde, dann wäre es kein Problem. Flip, komm hier. Platz jetzt. Pass auf. Gut. Ah, nicht so doll. Platz. Entweder du läufst da rein oder ich muss da einmal vorne rein. Der erste Versuch gescheitert. Hoffentlich gelingt der zweite Anlauf. Jetzt muss sie noch einmal ganz von vorne anfangen. Zurück bei Albert Smith. Johanna, ich lasse ihn nehmen nach unten. Vorsicht! Noch nicht drehen! Hey. Gleich darf Hanna Heu wenden. Stell ihn jetzt ihm an. Und wenn dann irgendwas ist, dann musst du ihn gleich aufstellen und dann guckst hinten, wenn was los ist. Merke ich das denn? Bitte? Merke ich das denn? Oh, irgendwann dann knallt das ganz doll. Der Ertrag auf dieser Fläche wird deutlich geringer ausfallen als letztes Jahr. Aber bei den hohen Heupreisen ist jeder selbstproduzierte Ballen wichtig und jede Ecke muss gekreiselt werden. Ja, das kannst du machen. Wie sie nachher am Schlot liege. Es geht um eine kleine Ausbuchtung auf der Fläche, umsäumt von Gräben. Oh, nur was knapp hier. Oh. Na, die stelle ich nicht mehr ab. Ich hab das schon gedacht, als er da reingefallen ist. Das ist das, wenn man zu habgierig ist, jedes Stückchen mithaben will nach Hause. Und ich weiß schon, wo das von gekommen ist. Opa hatte diesen Splint nicht drin. Und dann schwenkt er immer so ein bisschen weiter aus. Also ich glaube eher, dass es hier ein bisschen zu eng war und der gute Herr nicht rückwärts fahren wollte, sondern lieber in einem. Wie so ein Rennfahrer. Vorsicht! So, und da ist der nächste Pfeiler. Guck nach vorne, Opa! Guck nach vorne, sonst landest du vielleicht da drin. Da kann ich nicht rausziehen. Ich sehe, dass ich hier wegkomme. Fast geschafft. Und das Gefrotzel ist doch nur Spaß. Ja, Opa und ich, wir ärgern uns gerne. Mal gibt einer einen Spruch, der andere steckt ein, dann teilt der andere wieder aus und... Das ist ein Geben und Nehmen bei uns. Was sagt man so schön, was sich liebt, das neckt sich. Jetzt darf Hanna weiter kreiseln. Albert will erst einmal zurück zum Hof. Erlöst. Und Hanna fährt den Trecker ja nicht zum ersten Mal. Der hält gut durch. Das beste Stück, was ich habe. Auch wenn Alberts alte Technik fürs Feld vielleicht noch ausreicht, für den Zaunbau ihres Auslaufs hat Alice einen modernen Teleskoplader gebucht. Albert hilft, die Pfähle richtig auszurichten. So. Gut, dass ich so klein bin, ne?
Ein paar Pfähle später dann das. Ja, das leckt. Du wach mit dem Opa, kommt dahin. Vorne leckt er. Hanna hat den Wasserfleck gesehen, nachdem sie das Tor geschlossen hatte. Ich muss eben gucken, ob da noch Wasser noch drauf ist. Da ist bestimmt gar nichts mehr drauf, deswegen. Nur ein bisschen warm gelaufen. Aber ich fahre auch schnell mit nach Hause hin, ne? Und dann muss ein Kfz-Mechaniker schleunigst vorbeikommen und ihm helfen. Ja, ist immer was, ne? Mein Gut, dass ich das nicht gewesen bin, ne? Und du das gemacht hast. Ja, jetzt haben wir das Thema wieder. Du bist so schnell gefahren. Nee. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Richtig. Bei den Mehlmanns im alten Land droht den Apfelbäumen ein Hitzeschaden. Ein Teil der Ernte ist in Gefahr. Jan und seine Helfer müssen dafür sorgen, dass möglichst schnell Wasser aus dem Beregnungsbecken fließt. Jetzt wollen wir gerne, dass die Gründüngung, die hier eingesät ist, die man so ein bisschenweise ansatzweise grün sieht, dass die noch Wasser kriegt und die Bäume nicht verbrennen. Weil ab 30 Grad und Windstille und 40 Grad Fruchttemperatur, genauso wie bei einem Menschen, bei Fieber, verbrennen dann die Äpfel und die sind dann halt nicht mehr vermarktungsfähig. Und deswegen wollen wir jetzt noch auf Hauruck die ganzen Rohre zusammenschließen, damit alles Wasser kriegt und das halt nicht verbrennt. Mutter Birgit kontrolliert die Äpfel, die sonnenbrandgefährdet sind. Alle Äpfel, die an der Sonne hängen, also nicht das, was im Busch ist, das weht hier dann aber mal. So einer, der hier, der ist auch schon warm. So einer. Die kriegen dann einen auf die Mütze. Die brauchen dann einen Sonnenhut. Und der Boden am besten auch. Das hier sind jetzt tatsächlich Trockenheitsrisse. Wenn die jetzt unter den Bäumen sind, geht das ganz zügig, dass diese Risse sich noch weiter öffnen, dass die Trockenheit immer weiter in den Boden kommt und tatsächlich den Boden richtig ausdörrt. Also man sieht das hier schon, das ist richtig porös und das wird dann immer schlimmer. Und in der Apfelreihe lässt das natürlich diese Dauerkultur dann auch echt trocknen. Jeder wichtige Ort bekommt bei den Mehlmanns einen Namen, damit jeder gleich weiß, wo der andere gerade steckt. Beim großen Teich heißt jetzt der Platz am neuen Holzbau. Alles raus. Wir wollen hier hinten, sieht man das, der Schwanhals passt nicht perfekt auf den Motor rauf. Deswegen wollen wir den Motor noch bewegen. Der Motor saugt das Wasser aus dem Teich in die Verrohrung. Und dann kommt das an jedem Regner raus und wird halt permanent über den Äpfeln ausgebracht. Und das nennt man kühlende Beregnung, also gegen Sonnenbrand jetzt in diesem Fall. Also nicht mal zur Trockenheitsbewässerung, tatsächlich gegen den Sonnenbrand. Auch der Motor hat von Birgit einen Namen verpasst bekommen. Herkules Graf Dracula. Der Schwanenhals sitzt und der Motor und die Rohre sind nun einsatzbereit. Doch die Regner für die Apfelbäume schaffen sie heute wahrscheinlich nicht mehr aufzubauen. Deshalb entscheidet Jan, erst mal wieder das Klappsiel am Rohr des Beregnungsbeckens anzubringen. Das Gummi war undicht. Wo ist das Rohr? Wo ist das Rohr? Bloß keine schlechte Figur machen vor Freundin Lara. Es ist hier so viel Wasser drin und ich will das nicht wieder rauslassen, weil wir es heute Nachmittag oder morgen zum Beregnen brauchen. Und das nur Zeit da kostet. Wollte ich das jetzt hier so mehr oder weniger unter Wasser machen, was jetzt eigentlich eine ziemlich knifflige Aufgabe ist. Also, tschüss. Also Augen zu und durch. Das Becken ist 3 Meter tief, aber das Rohr liegt zum Glück viel höher. Trotzdem keine leichte Aufgabe. Boah. Man fühlt sich wie beim Altländer Raumfahrtprogramm. Man sieht da unten nichts, wenn ein Schlüssel losgelassen wird, fällt er einfach weg. Man sieht nichts und man fühlt sich eigentlich irgendwie in der Schwerelosigkeit da unten. Jan braucht mehrere Versuche, um das Klappsiel anzubringen. Bei der Hitze immerhin eine willkommene Abkühlung. Die Halbinsel Eiderstedt.
Hier in der Nähe von Vollerwiek grasen die Schafe von Sabrina Jürgens. Eigentlich sollten sie schon längst auf dem Hänger sein, um sortiert zu werden. Doch es läuft nicht ganz nach Plan mit den Jungtieren. Hasis, los! Hier, hier. So, Mädels. Bei den alten Schafen funktioniert es relativ problemlos. Die laufen so rein, weil die das natürlich gewohnt sind. Na, siehst du wohl. Jetzt aber. Ich sortiere jetzt männlich und weiblich. Die weiblichen bleiben hier, die männlichen kommen mit rüber. Und markiert habe ich die schon alle. Von daher ist es relativ einfach. Alles mit einem roten Punkt im Nacken darf wieder aussteigen und hierbleiben. Doch es gibt schon wieder ein Problem. Das ist ärgerlich. Ja, ist einer weggelaufen. Der hätte nicht weglaufen dürfen. Aber man geht ja oft genug zwischen die Schafe. Also der wird beim nächsten Mal mit aussortiert. Und da das nächste Mal wahrscheinlich schon in 3-4 Tagen ist, ist es nicht ganz so wild. Einsteigen. Endlich alles geschafft. Auch wenn es anstrengend war. Andere Frauen gehen ins Fitnessstudio. Ich habe halt Schafe und verdiene nebenbei noch ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, was besser ist. Auch für Hütehund Flip geht es zurück. Ganz ohne besondere Belohnung. Leckerli, das kann man mit seinem kleinen Haustier machen, aber das ist ein Arbeitstier. Das ist Belohnung genug, dass die Schafe, er hat das Erfolgserlebnis gehabt, die Schafe sind alle reingekommen. Die Arbeit hat er toll gemacht, er wurde von mir gelobt. Dann ist das für ihn erledigt. Das ist für ihn das Highlight des Tages. Abfahrt. Ein Bock konnte entwischen. Der Glückliche hat jetzt alle Schafmädels für sich. Wenn auch nur für 3 Tage. Die restlichen Böcke nehmen den Shuttle-Service zu einer anderen Koppel. Abends bei den Smiths. Nach der Heuernte muss noch die Post erledigt werden. Schreib du mal in den Text und den Opa unterschreibt. Es geht um einen Geburtstagsgruß. Den wünscht sich eine junge Frau für ihren Freund. Beide sind Fans. Im Gegenzug gibt es Komplimente. Ich mag besonders deinen Hang zum Retten von Pflanzen. Ja, das liegt dir. Zum Retten von Pflanzen? Ja, mit deinem Baum. Oh ja, mein Weihnachtsbaum. Lebt er noch? Ja. Auch wenn sie wenig Zeit haben, für die Smiths Ehrensache, dass sie sich persönlich um solche Anfragen kümmern. Viel Arbeit und Schreibkram. Nicht Alberts Ding. Hannah und Alice müssen auf Instagram und denn hier seine Fanpost bearbeiten. Das schafft er schon gar nicht alleine mehr. Ich habe hier so viele Sachen im Kopf. Und es ist ja auch aufwendig. Heute Karte, Tasse und Fotos. Alles muss beschrieben werden, mit passendem Stift, sodass nichts verschmiert. Kannst du nicht schreiben, du hast so eine schöne Schreibschrift. Nee, ich habe nicht so eine schöne Schrift. Doch, ich glaube wohl. Kannst du entweder den Kleinen nehmen oder den Kleinen. Wie heißt der Junge? Sag's mir. Oh Gott, ich muss ja meine Brille aufhaben. Ja, die ist da hinten. Wann hat er denn Geburtstag? Bald steht hier. Bald. Hat er geschrieben. Lieber Moritz. Ja, lieber Moritz, ich wünsche dir... Zu deinem Geburtstag? Nein, für dein neues Lebensjahr. Ja, das kommt zu kompliziert. Ich wünsche dir ein schönes neues Lebensjahr. Na Mutter drunter, dass er im Sommer mal vorbeikommen kann, hat ihr geschrieben hier. Ja, dann mach doch das da, dann schreib doch das da. Das ist die Geburtstagskarte, schreibt der Albert Schmidt. Bin schön. Muss er das nicht mit dem anderen Stift machen? Sicke. Das ist auf der anderen Seite schon. Sicke, das ist alles gut. Oh, fertig. Lass es trocknen. Mach dir das dann fertig, Hanna, dann nehme ich das nachher mit zu raus. Leben und Arbeiten auf dem Land. Für unsere Lieblinge aus den Hofgeschichten viel zu tun. Von morgens bis abends.